Willkommen zu unserem Tutorial über das einfache Personalisieren von Druckaufträgen. Mein Name ist Lara Wiebold und ich arbeite für den Prinect Service. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie mit Hilfe der PDF-Toolbox diese Postkarte personalisieren können. Die Auftragsdaten liegen in zwei PDF-Dateien vor. Eine PDF-Datei enthält die statischen Daten, die andere die variablen Daten. Hier ist das PDF mit den statischen Daten in Acrobat geöffnet. Öffnen Sie jetzt über Zusatzmodule die PDF-Toolbox-Seitenmontage. Laden Sie per Drag and Drop das PDF mit den variablen Inhalten in die Seitenmontage. Ziehen Sie jetzt den variablen Inhalt auf den statischen Inhalt und positionieren Sie ihn in der Mitte. Damit die Adressen nur auf der Vorderseite positioniert werden, wählen Sie hier Ungerade aus. Schließen Sie jetzt die Seitenmontage. Speichern Sie das personalisierte Dokument unter einem neuen Namen ab. Sie haben jetzt ein personalisiertes PDF-VT erzeugt und können es nun im Prinect DFE verarbeiten.